Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem ganz kurzen Apex Legends Info-Video. Ihr habt es vielleicht schon im Titel gelesen, Elite-Modus, tödliche Zone. Was genau meine ich damit? Vor 2 Tagen wurde mal eben klammheimlich an dem Schaden der Zone rumgedoktert. Das betrifft aber wirklich nur den Elite-Modus. Warum sage ich klammheimlich? Niemand wusste davon, dass der Schaden immens erhöht wurde. Es wurde darüber auch nichts berichtet oder in irgendwelchen Patch-Notes irgendwas gezeigt. Vor 2 Tagen wurde es einfach ins Spiel in den Elite-Modus gepatcht. Zig Spieler waren auf einmal Opfer der Zone, wie auch mein Spot und ich mitten im Livestream vor 2 Tagen. Opfer der Zone wurden, zeige ich euch gleich anhand des Livestreams an ein paar Live-Bildern, wie unsere Reaktion war. Die war nämlich gar nicht mal so unlustig. Ich selber war eigentlich voll geheilt. Ich ging aber so schnell drauf, dass ich dachte außerhalb der Zone, ich wurde One-Shot gesniped, was natürlich nicht der Fall war. Erstmal kurzes Rätselraten, könnt ihr euch selber gleich ein Bild machen und vor allem wie schnell man in der Zone, also außerhalb der Zone drauf geht. Das ist absolut krass. Nachdem ich euch meine Live-Reaktion gezeigt habe, zeige ich euch noch mal einen Post von einem Reddit-User. Der hat ein kleines Video davon gemacht und der bestätigt noch mal, dass keine Sau davon wusste, dass das geändert wurde. Denn man sieht ein kurzes Video und innerhalb von 20 bis 30 Sekunden sieht man oben rechts, hat man ja die Anzahl der Squads, die noch am Leben sind und wie viele Gegner insgesamt. Und man sieht, wie innerhalb von 20, 30 Sekunden einfach mal 8, 9 Squads, wie die Fliegen fallen. Das ist absolut krass. Natürlich ist auch hier der Schaden pro Runde wieder außerhalb der Zone gestaffelt. Ich würde aber behaupten, so ab zweite, dritte Runde, und wir sind übrigens in dem Stream in der dritten Runde, würde es nichts bringen, wenn man Lifeline außerhalb der Zone raushaut, weil es einfach so schnell geht. Wir switchen jetzt mal rüber in die Live-Szene und da zeige ich euch die Reaktion und wie heftig die Zone reinhaut. Bevor ich euch das Video jetzt gleich zeige, möchte ich dazu auf jeden Fall sagen, ich finde die Änderung selber absolut geil. Das bringt vielleicht ein bisschen mehr Schwung in die ganze Sache, gerade im Elite-Modus. Und ich habe festgestellt, jetzt gerade bevor das mit der Zonenerhöhung stattfand, also dieser Damage-Erhöhung, habe ich und auch viele, viele andere Freunde und Teammates haben dieselbe Erfahrung gemacht, auch in den letzten Livestreams, die ich so gemacht habe, dass extrem viele Camper jetzt zurzeit in dem Elite-Modus unterwegs sind, was mega, mega nervt. Ich hoffe jetzt, dass durch diese Geschichte vielleicht das ein bisschen mehr Schwung reinbringt, weil man hat nicht mehr so lange Zeit zu looten, muss sich wirklich ein bisschen schneller über die Map bewegen. Ihr könnt gerne mal in den Kommentaren schreiben, was ihr von dieser Änderung haltet. Wie gesagt, ich finde es geil. Habt ihr genauso viele Erfahrungen mit Campern zurzeit gemacht? Also gefühlt war es so, man landet, entweder hat man gerade einen Gegner, den man noch schnell wegrotzt, ansonsten hat man ewig Zeit zu looten und ist ewig auf keine Gegner gestoßen, was ich sehr, sehr belastend finde. Deswegen hoffe ich, dass es hier und da vielleicht noch ein paar Mechaniken in Zukunft geben wird, die das Spiel ein bisschen rasanter machen oder einfach die Zone schneller schrumpfen lassen, was ich zum Beispiel auch als Neuerung richtig cool finde. Noch eine Info, by the way, heute Nachmittag wird es wieder einen Stream geben. Wann genau ich starte, weiß ich nicht, aber so Richtung 15 Uhr wird es sich wahrscheinlich bewegen. Jetzt starte ich das Video und lasse euch mal ganz kurz mit den Bildern alleine. Und jetzt geht's los. Da dachte ich, er hat einen Gegner gesagt. Ey, ich war doch voll. Ja, ich auch. Ich war voll. Also ihr seht, wir waren völlig überfordert mit der Sache. Und jetzt seht ihr gleich, wie unser Teammate uns versucht zu holen. Also unsere Marken. Das erschafft's, aber gerade so. Passt mal auf. Es ist völlig krass. Du kannst aber nur eine. Ja, ach so. Ja, beeil dich, beeil dich. Boah, du bist ein Killer. Hau erstmal dein Leiter. Zieht euch das. Zieht. Na. Zieht euch einfach mal rein, wie knapp das war. Das fand ich mega heftig. Jetzt switche ich auf das Reddit-Video. Das ist leider ohne Sound, warum auch immer. Hier haben wir es schon.
Und achtet jetzt genau auf diesen Bereich. Wenn das gleich losgeht, dauert das nur ein paar Sekunden und die Gegner fallen wie die Fliegen. Zieht es euch jetzt einfach mal rein. Und by the way, würde ich gerne schon mal bemerken, ich würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen und ein Abo für das Video da lasst. Also ein Abo, wenn ihr neu seid. Ich mache regelmäßig neue Infovideos, versuche euch da immer so schnell wie möglich auf den Laufenden zu halten. Und jetzt seht ihr hier, das geht im Sekundentakt. Das ist absolut heftig. Das geht gleich noch runter bis 3 und dann ist da Sense. Also ich finde das ziemlich heftig und das beweist, glaube ich, dass die meisten es einfach nicht wussten. Wie gesagt, ich würde mich sehr, sehr darüber freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen und ein Abo da lasst, wenn ihr neu seid. Regelmäßig gibt es von mir neue Infos und Livestreams natürlich auch sehr, sehr regelmäßig. Das war's soweit von mir. Breche das Video jetzt hier ab. Ich denke mal, ihr habt genug gesehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.